Ja, bei CRN TV geht es jetzt weiter mit Herrn Thomas Schröder. Thomas Schröder ist der Geschäftsführer von Sun Microsystems und für mich ist das jetzt auch das erste Gespräch mit Herrn Schröder, weil Herr Schröder war vorher bei Sun für das Direktgeschäft zuständig. Herr Schröder, wie halten Sie es denn mit dem Channel? Ja, das ist eine gute Frage. Erst vielen Dank, Herr Haase, für die Einladung zu dem Interview. In meiner Funktion als Direktvertriebsleiter ist es mir gelungen, die Coverage, so sprechen wir darüber als amerikanisches Unternehmen, das heißt also, wie viel Geschäft machen wir gemeinsam mit Partnern, deutlich zu steigern. Zum Ende meiner Verantwortung haben wir über 70% des gesamten Geschäftes über Partner gemacht, was da einfach extrem unterstreicht, wie wichtig Partner für uns sind und auch für unseren Geschäftserfolg. Und das nehme ich natürlich mit in die Gesamtverantwortung. Die Partner sind der starke Arm für Sun. Wir sind der Technologielieferant und die Partner sind die, die letztendlich für unsere Kunden die Lösung draus machen. Wenn man jetzt hier auf der Messe auf den Stand von Sun Microsystems geht, welches Bild bekommt man dort von Sun? Oder andersherum gefragt, welche Themen stehen bei Ihnen im Zentrum? Natürlich steht das Hauptthema Green IT dort auch völlig im Zentrum. Wenn Sie hingehen, werden Sie sehen, es ist auch ein grüner Stand in der Form. Aber woher kommt das? Green IT ist jetzt nicht einfach eine Marketingbotschaft. Es ist vielmehr eine Botschaft, die basierend auf unsere Technologie zurückführt. Also unsere neuen Prozessoren, die Chip-Multithreading-Prozessoren, die parallel arbeiten, brauchen so viel weniger Strom, dass es einfach positiv für die Energiebilanz ist. Was heißt das konkret? Sie brauchen nur noch ein Drittel oder ein Fünftel der Energie bei dreifacher Leistung. Und wir haben direkt auf dem Stand den Vergleich, 5 ältere Server, die ungefähr so, ja, ich sag mal 50 Zentimeter in den Rack einnehmen und daneben einen ganz kleinen Server, der mehr Leistung bringt und wirklich nur noch ein Fünftel der Energie. So, und das ist das Thema, Energiesparen, ökologisch die Produkte dann auch in den Markt bringen und auch entsprechend dann den Business Case aufzeigen zu können. Also Green IT steht im Mittelpunkt, absolut, wie auch auf der Messe. Sun hat ja schon relativ früh auf dieses Thema Green IT gesetzt, also bestimmt schon seit etwa 2 Jahren. Hat sich das Thema für Sie auch ökonomisch ausgezahlt? Absolut. Also von dem Server, den ich gerade gesprochen habe, das ist das schnellst wachsende Produkt, was wir in der Historie von Sun mehr oder weniger eingeführt haben. Und woher kommt das? Zum einen natürlich aus dem Aspekt, dass der extrem leistungsfähig ist. Zum anderen aber auch, dass der Return of Investment so schnell ist. Also Kunden, die größere Applikationen dort fahren, also gerade Applikationen, die parallel auf diesen Chip zugreifen, haben einen Return of Investment von 9 bis 12 Monate. Und das hat man heutzutage nicht mehr oft. Also wenn ich ein komplettes Rechenzentrum so umgestalte, dass sich das so schnell rechnet. Und das ist eine absolute Erfolgsstory von uns. Und das merken wir auch auf der Messe, wie groß das Interesse weiterhin auch der Partner an diesen Systemen ist. Das Portfolio von Sun ist ja jetzt relativ breit, Hardware, Software, Services. Jetzt hat Sun Ende vergangenen Jahres den Datenbankanbieter MySQL gekauft. Im Datenbankgeschäft haben wir Sun bisher noch nicht gesehen. Welchen Sinn hatte diese Akquisition? Ja, MySQL ist der weltweit führende Datenbankanbieter im Open-Source-Bereich. Und wenn man sich anschaut, welche Verbreitung MySQL hat, dann sind MySQL-Kunden typischerweise im Web-Umfeld. Also eine Google, eine China Mobile, also wirklich Kunden, die auch in unser Segment exzellent passen. Wenn man sich unsere Software anschaut, also unser Softwarepaket, war eigentlich die Datenbank das Einzige, was gefehlt hat. Den kompletten Middleware-Stack, den gab es schon als Open-Source und jetzt fehlte eigentlich nur noch die Datenbank. Die haben wir jetzt und von daher haben wir ein rundum tolles Portfolio. Und lassen Sie mich noch eins ergänzen. Es sind über 50.000 Downloads pro Tag von MySQL. Eine exzellente und große Verbreitung dieses Produktes. Und was wir jetzt dazu beitragen, ist, diesen Kunden die Sicherheit zu geben, dass diese Datenbank auch in Mission-Critical-Systemen eingesetzt werden kann und in Geschäftsumfeldern, wo man es eigentlich vielleicht gar nicht erwartet hat. Denn die Analyse hat ergeben, dass viele Kunden dieses eben als Zweit- oder Drittdatenbank einsetzen, dieses Produkt. Und wir wollen sehen, dass wir dort die Positionierung doch etwas verändern. Also bietet dieses Produkt auch durchaus Potenzial für Partner? Absolut, absolut. Und welches Potenzial ganz konkret? Und zwar dort, wir liefern das Produkt, wir liefern die Technologie und daraus eine Lösung für den Kunden zu machen, daraus einen sicheren Betrieb zu gestalten, das ist die Aufgabe unserer Partner. Und da treten wir nicht in Konkurrenz, macht einfach deutlich, dass wir über 70% eben mit Partnern machen, sondern wir sind unterstützend im Hintergrund und helfen dort, wo Hilfe notwendig ist. Das hört sich jetzt sehr gut an. Wenn jetzt ein potenzieller Händler, der noch nicht mit Ihnen im Geschäft ist, sagen will, Sun hat für mich wirklich interessante Produkte, sei es
in der Software, sei es in der Hardware. Wie kann er mit Ihnen ins Geschäft kommen und welche Unterstützung bieten Sie ihm? Es gibt ein sehr etabliertes und gutes Partnerprogramm und Sie sprechen einen guten Punkt an. Gerade durch die Akquisitionen, die wir getätigt haben und immer breiter werdendes Produktportfolio, nämlich auch im Bereich x86, Windows-Lösungen, Linux-Lösungen, die wir anbieten, sind wir sehr offen für neue Partner, weil wir einfach feststellen, dass wir mit unseren Produkten viel größere Märkte adressieren können. Und es gibt ein Sun Partner Advantage Programm, das ist das Programm für Partner, die mit uns in Kontakt treten wollen, die unterschiedliche Stufen und unterschiedliches Unterstützung benötigen. Und da kann ich nur aufrufen, kommen Sie auf unsere Internetseite, melden sich oder direkt bei uns auf dem Stand, sind herzlich willkommen, mit uns gemeinsam weiter zu wachsen. Ja, jetzt noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Gerade in der vergangenen Woche hat Ihr Unternehmen zusammen mit VMware ein weitreichendes OEM-Abkommen angekündigt. Dabei geht es darum, dass Sie Ihre Server, also Ihre x86-Server, zusammen mit Virtualisierungslösungen von VMware ausliefern. Bislang setzt es Sun doch eher auf die konkurrierende Technologie Xen. Welchen Hintergrund hat dieses Abkommen mit VMware? Also das unterstreicht einmal generell die Offenheit von Sun. Wenn man sich die Historie ansieht, sah man Sun eigentlich immer eher in einer vielleicht möglicherweise Data-Center-Ecke in der Form, es gibt Solaris 10 und das ist es dann. Wir haben uns da sehr geändert. Also heute bieten wir Betriebssysteme eben wie Windows, wie Linux an und sind extrem offen, was das Thema angeht. Bei VMware, es gibt unterschiedliche Virtualisierungslösungen. Virtualisierungslösungen im Bereich der Server, und da ist VMware das gesetzte und sehr etablierte Produkt, wo wir natürlich sagen, ja, unsere Kunden, auch unsere Partner, können damit unseren Support rechnen. Wir haben natürlich auch eine eigene Lösung mit Solaris 10 und Xen, wie Sie es auch genannt haben. Und was ich noch erwähnen möchte, wir haben ja auch eine Akquisition gestartet einer deutschen Firma, Innotec. Innotec haben wir vor 2-3 Wochen gekauft und Innotec ist auch eine Virtualisierungsfirma, es sind gut 20 Mitarbeiter. Und zwar bieten die eine Virtualisierung von Desktops an. Was ist das also konkret? Wenn Sie einen Desktop haben, wo Sie ein Windows-Betriebssystem drauf haben, können Sie mit der VirtualBox von Innotec parallel dort noch Linux fahren, parallel dort noch Microsoft, habe ich schon gesagt, als Standardbetriebssystem oder Solaris oder was auch immer fahren, um Entwicklungsumgebungen zu simulieren, zu virtualisieren. Und jetzt haben wir eigentlich ein komplettes Portfolio. Wir haben Virtualisierung der Server mit VMware oder eben unseren Produkten mit Solaris 10 oder abgestuft eben für Entwickler, Entwicklung für die Westentasche mit Innotec, also mit der VirtualBox. Also letztendlich unterstreicht es die Offenheit für unsere Partner, für unsere Kunden. Ist es VMware? Sind wir der richtige Partner? Ist es Xen mit Sun? Sind wir auch der richtige Partner? Also wir unterstützen das komplett. Ja, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Herr Schröder. Vielen Dank, Herr Haase.